Rudolf Schlick, geboren 24. Juni 1964 in München, wohnhaft in München, geschieden, Gabelstaplerfahrer. Der Angeklagte erfuhr während der Geburtstagsfeier seiner Ex-Ehefrau am Nachmittag des 17.11.2007, dass deren neuer Lebensgefährte Thomas Langenbach vorhatte, ihr noch am selben Abend einen Heiratsantrag bei einem romantischen Abendessen in einem Restaurant zu machen. Dies wollte der eifersüchtige Angeklagte, der seine Ex-Frau noch immer liebte, unbedingt verhindern. Er entnahm daher gegen 17.30 Uhr desselben Tages dem Badezimmerschrank im Haus seiner Ex-Frau in der Kremstraße in München das Schlafmittel Benzodipal. Davon rührte er heimlich 50 Milliliter in eine Tasse mit Kaffee und gab diese Thomas Langenbach, der sie anschließend austrank. Kurz darauf verließ er das Haus seiner Ex-Frau. Als sich Thomas Langenbach gegen 18 Uhr für das Abendessen umziehen wollte, bemerkte er, wie ihm schwindlig und übel wurde. Er wollte sich daher ein kaltes Getränk aus dem Keller holen. Auf dem Weg dorthin wurde ihm schwarz vor Augen. Als er sich am Treppengeländer festhalten wollte, griff er daneben und stolperte 4 Stufen hinunter, wobei er sich den rechtsseitigen 5. Mittelfußknochen brach. Dadurch verlor er gänzlich das Gleichgewicht und stürzte die Treppe hinab. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen ein Schränkchen, das am Treppenende stand, und erlitt eine Platzwunde an der Stirn sowie ein Halswirbelsäulentrauma. Der Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt. Strafbar gemäß § 223. Herr Schlick, steht Ihnen frei, ob Sie sich hier zu äußern wollen? Den Anklagevorwurf haben Sie ja nun gehört. Ja, natürlich. Natürlich will ich mich äußern. Das ist alles totaler Blödsinn. Ich habe mit diesem Schlafmittelscheiß nichts zu tun. Also meine Ex will ich nicht wieder zurück. Ganz langsam mal. Ist es richtig, dass Sie am Nachmittag des 17. November auf dieser Geburtstagsfeier Ihrer Ex-Ehefrau waren? Ja, ja, das stimmt schon. Aber freiwillig war ich da nicht. Was heißt freiwillig? Waren Sie nicht? Wer hat Sie denn gezwungen? Mein Sohn David. Er hat gesagt, dass er nicht zu diesem Kaffeekränzchen geht, wenn ich nicht mitkomme. Also ich wollte auch nicht, dass er den Geburtstag seiner Mutter verpasst. Drum bin ich mitgegangen. Aber als wir da angekommen sind, war die Party sowieso schon fast aus. Wir haben uns noch hingesetzt, bisschen am Kaffee genippt und dann hat sich das Ganze auch schon aufgelöst. Aufgelöst meinen Sie, dass die anderen Gäste gegangen sind? Ja, außer der Familie waren noch 2 Freundinnen von Corinna da, die sind dann weg. Und meine Ex-Frau ist auch um 5 schon gegangen. Und wieso hat Ihre Ex-Frau ihre eigene Geburtstagsparty so früh schon verlassen? Weil sie noch zum Friseur musste. Sie wollte am Abend total schick ausschauen. Und wie lange waren Sie dann noch im Haus Ihrer Ex? So bis 5:30 ungefähr. Ich habe noch einen Kaffee getrunken, ein Stück Kuchen gegessen und da muss ich auch noch auf David warten. Also auf Ihren Sohn, warum? Wo war der denn? Unter der Woche wohnte er noch bei der Mutter und weil er am Abend in die Disco wollte, hatte sie noch ein paar Klamotten eingepackt. Und während Sie so auf Ihren Sohn gewartet haben, was haben Sie da gemacht? Da habe ich mich mit Thomas Langenbach, dem Neuen von meiner Ex-Frau, unterhalten und habe uns noch einen Kaffee geholt. Und worüber haben Sie sich mit dem Herrn Langenbach unterhalten? Über seine Hochzeitspläne mit Corinna. Ich habe ihm noch viel Glück gewünscht, denn das kann er brauchen bei der Frau. Und genau das stimmt eben nicht. Sie haben ihm nicht viel Glück gewünscht, Sie haben ihm gedroht, dass er das Jahr unterstehen soll, Ihre Ex-Frau zu heiraten. Wieso hätte ich denn das machen sollen? Ich bin doch froh, dass ich sie los bin, wenn er sie haben will. Bitte, da mische ich mich doch nicht ein, wenn er sich unglücklich machen will. Wussten Sie denn, dass er Ihre Ex-Frau an dem Abend den Heiratsantrag machen wollte? Ja, das hat er mir erzählt. Bevor oder nachdem Sie einen Kaffee geholt haben? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, es war mir auch egal. Das glaube ich Ihnen eben nicht. Ne? Sie wollten unbedingt verhindern, dass Ihre Frau diesen neuen Menschen da heiratet, weil Sie selbst Ihre Frau ja zurückgewinnen wollen. Das stimmt nicht. Ich will sie nicht mehr zurück. Der Thomas kann sie gern haben. Ja, weil es so schön ist, Junggeselle zu sein und die Frau los zu sein nach so vielen Jahren oder was? Ich habe doch jetzt das schönste Leben. Ich habe eine eigene Wohnung, kann tun und lassen, was ich will, habe hier und da mal eine lockere Affäre. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann sage ich einfach Tschüss. Das war bestimmt am Anfang mal schön für Sie. Klar, neues Leben, aber was ganz anderes. Aber spätestens, als Sie erfahren haben, dass Ihre Frau jetzt mit dem 15 Jahre jüngeren Kerl zusammen ist, da ist Ihnen bewusst geworden, was Sie eigentlich verloren haben. Und Sie haben alles dran gesetzt, Ihre Frau zurückgewinnen zu können. Das stimmt einfach nicht. Es gibt keine alten Gefühle und ich will sie auch nicht wieder zurückgewinnen. Naja, alte Gefühle, Ihre Frau ist wohl überzeugt davon, so hat es zumindest mal gesagt hier, dass es wieder neue Gefühle gäbe, dass sie sich wieder in sie verliebt haben. Ich weiß auch nicht, was sich Corinna da zusammenspinnt. Sie hat zum Beispiel bei der Polizei in Vernehmung gesagt, ich halte Ihnen das mal vor, Blatt 32 der Akte, dass Sie immer wieder bei ihr zu Hause anrufen und dass Sie dann immer so tun, als wollten Sie mit Ihrer Tochter Isabel sprechen. Was heißt hier so tun? Wenn ich dort anrufe, dann will ich wirklich mit meiner Tochter sprechen. Ich habe nämlich den Eindruck, dass es der in letzter Zeit nicht besonders gut geht. Und ich glaube, dass dieser Thomas da dahinter steckt. Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass Ihre Tochter Isabel sich mit diesem Thomas Langenbach nicht versteht oder dass die Probleme miteinander haben? Ja, nichts Konkretes, aber sie benimmt sich eben komisch.
Was weiß ich, wie sich der zu Hause dort aufführt? Ich glaube, Isabelle hat ein Problem mit Thomas Langbach. Und deswegen war nach meiner Überzeugung sie es auch, die ihm das Schlafmittel in den Kaffee gemischt hat. Und zwar, um den Herrn Langenbach für den Abend des Heiratsantrags außer Gefecht zu setzen. Das klingt jetzt zwar saublöd, wenn ich das sage, aber das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Und immerhin war es ja auch Isabelle, die meinem Mandanten den Kaffee gegeben hat, in dem das Schlafmittel zu dem Zeitpunkt bereits drin gewesen sein muss. Ja, genau. Als ich in die Küche kam, da standen da bereits zwei eingeschenkte Tassen. Die habe ich nur noch rausgetragen. Ich habe da nichts reingemischt. Ich habe die Tassen genommen und rausgetragen. Wenn Sie mal Schneewittchen, dann konnte man diese beiden Apfelhälften unterscheiden. Aber zwei Tassen, die sehen gleich aus. Das hätte auch Ihre Tochter nie riskiert, dass Sie versehentlich dann die vergifteten Tassen zu sich nehmen würden. Naja, dazu kommen wir später noch. Ich meine, wenn Sie letztlich mit all dem nichts zu tun haben wollen, erklären Sie doch mal eins an dem Abend. Da waren Sie ja just in dem Lokal, wo der neue Lover Ihrer Frau den Heiratsantrag machen wollte. Erklären Sie mir das mal, das ist ja ein super Zufall, ne? Ja, was soll ich da erklären? Es ist halt mal ein Zufall. Ja, aber mit es ist halt mal ein Zufall können Sie es mir nicht erklären. Und Sie müssen es halt dummerweise erklären, ne? Es spricht doch alles dafür, dass Sie letztlich diesen Lover erstmal ausgenockt haben, indem Sie diese vergiftete Tasse ihm da verabreicht haben. Dann sind Sie zu dem Lokal gedüst, haben sich zu Ihrer Frau gesetzt, die da die ganze Zeit schon sehnsüchtig gewartet hat und haben den Retter gespielt, der Sie jetzt endlich unterhalten konnte. Ich bin öfter in diesem Lokal. Ja. Soll ich Ihnen sagen, warum? Ja, sagen Sie es. Ja, ich bitte doch. Weil die Kellnerin dort eine verdammt heiße Schnecke ist. Drum sitze ich da gern mal an der Bar. Genau, Sie sitzen gern an der Bar, wegen dieser Kellnerin. Aber an dem Abend saßen Sie nicht an der Bar, sondern bei Ihrer Ex-Frau. Ja, aber doch nur, weil ich gesehen habe, wie Corinna sich einen Drink nach dem anderen reinschüttet. Und da haben Sie Mitleid bekommen, haben sich zu ihr gesetzt. Das ist so rührend und aufopferungsvoll, oder? Ja, so war es aber. Ja. Und ich sag Ihnen noch was. Nach dem Abend bin ich noch viel froher, dass sie endlich weg ist und ich meine Ruhe habe. Noch weiter vor allem der Angeklagten. Keine, dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Hören wir uns mal den Thomas Langenbach bitte schön an. Ja, nehmen Sie bitte beim Verteidiger Platz. Entschuldigen Sie bitte, ja. Herr Richter. Corinna Schlick. Ich weiß, Sie haben eigentlich Thomas aufgerufen, ja. Aber kann ich vielleicht? Wieso wollen Sie zuerst? Wo ist denn der Herr Langenbach? Ja, er sucht noch nach einem Parkplatz und wir waren ein bisschen spät. Na gut, also dann kommen Sie ruhig nach vorne, damit wir keine Zeit verlieren. Ja. Sind ja auch als Zeugen geladen. Ja. Ja, als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja, klar. Das weiß ich. Ja. Sie heißen Corinna Schlick, 41 Jahre. Sie wohnen in München. Sie sind geschieden. Sie sind Sekretärin. Sie sind die Ex-Frau des Angeklagten. Auch als geschiedene Ehefrau haben Sie nach wie vor ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können jetzt ganz frei entscheiden, ob Sie aussagen wollen. Nee, ich will aussagen. Gut. Sie wissen, worum es geht. Ihrem Ex-Mann wird vorgeworfen, Ihren neuen Lebensgefährten, den Thomas Langenbach, 50 Milliliter Schlafmittel in den Kaffee gemischt zu haben, ja, um ihn außer Gefecht zu setzen für den Abend, weil wohl Ihr Lebensgefährte ihn an dem Abend einen Heiratsantrag machen wollte. Ja, das weiß ich. Und eigentlich sollte ich ein bisschen sauer oder beleidigt sein, weil er das Thomas angetan hat. Aber irgendwie fühle ich mich auch geschmeichelt, weil er noch so nach unserer Trennung für mich kämpft. Und das muss ja wohl Liebe sein. Mir wäre lieber, du wärst beleidigt. Dann würdest du dir nicht so einen Schwachsinn einreden von Liebe. Ach. Ich will dich nicht mehr. Kapierst doch endlich. Das ist doch Blödsinn, Rudi. Mensch, gesteh dir doch die Gefühle zu mir ein. Das ist doch nichts Schlimmes. Es gibt keine Gefühle mehr. Und nenn mich nicht Rudi, das habe ich früher schon immer gehasst. Also Ihr Ex-Mann, da haben Sie ja gerade mitbekommen, der bestreitet ja vehement, dass seine alten Gefühle für Sie wieder aufgeflammt seien. Wieso sind Sie sich denn so sicher? Naja, zu meinem Geburtstag zum Beispiel hat er mir Blumen mitgebracht. Und früher hat er mir noch nie Blumen mitgebracht. Und diesmal so einen riesen Blumenstrauß. Und unter den zahllosen Blumen war eine einzige rote Rose gesteckt. Na also, wenn das kein Zeichen ist. Nein, das war kein Zeichen. Ich habe die Blumen an der Tankstelle gekauft und habe überhaupt nicht drauf geachtet, was da für Kraut drin ist. Ach, das glaubst du doch selbst nicht. Frau Schlick, können Sie uns bitte mal schildern, was da am Nachmittag und am Abend des 17. November, das war ja Geburtstag, was da alles passiert ist? Ja, gerne. Also am Nachmittag habe ich ein Kaffeekränzchen organisiert für die Familie, Freunde und ein paar Verwandte. Naja, und dann um 5 Uhr bin ich zum Friseur gegangen. Und ja, weil ich wollte einfach unsterblich gut aussehen für Thomas. Er hat mich nämlich abends zum Dinner eingeladen. Denn, dass im Rahmen dieses Dinners Ihr Lebensgefährte Ihnen da einen Heiratsantrag machen wollte an dem Abend? Na, das wusste ich natürlich nicht, aber ich habe es geahnt. Und deswegen waren Sie extra beim Friseur, ja? Ja. Nach dem Friseurbesuch, sind Sie da direkt zu diesem Restaurant oder sonst, da war ja ein Tisch reserviert wohl schon, ja? Richtig. Oder sind Sie noch mal heim? Nee, ich bin gleich dorthin und da saß ich dann. Und dann habe ich gewartet und Thomas ist nicht gekommen. Hm.
Naja, und dann wollte ich ihn anrufen, aber ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Ja, dann habe ich eben gewartet. Und dann, das wissen wir, ist nicht Ihr Lebensgefährte aufgetaucht, sondern Ihr Ex-Mann war plötzlich da. Was haben Sie denn da gedacht? Eigentlich gar nichts. Wissen Sie, vor lauter Verzweiflung und ja, Langeweile habe ich ein paar Drinks schon bestellt. Und habe ich mir auch nichts dabei gedacht. Er hat ja bei Ihnen gesessen. Wie kam denn das? Haben Sie so traurig ausgesehen oder wie kam das, dass er dann plötzlich bei Ihnen am Tisch saß? Das weiß ich auch nicht. Ich habe ihm zwar gesagt, dass Thomas noch vorbeikommt und dass ich auf ihn warte, aber das hat er völlig ignoriert. Also Sie haben ihn auf gut Deutsch abgewiesen, kann man das so sagen? Und er hat sich trotzdem zu Ihnen gesetzt? Ja, das hat er. Und dann fängt er plötzlich an, mir so Komplimente zu machen und sagt, wie toll ich doch aussehe. Und dann hat er schon vergessen, wie sexy ich bin. Oh. Ja, das war alles nicht so ernst gemeint. Immerhin hatte ich schon ein paar Bier und zwei Schnaps intus. Ach, das kaufe ich dir nicht ab. Außerdem, du hast erzählt von den Segelturns, die wir früher gemacht haben und wie du geschwärmt hast und dass wir das noch mal machen sollten. Und du hast mir einen blonden Engel bestellt und das sagt ja wohl alles. Blonder Engel ist ein Cocktail, oder? Ja. Und was hat dieses Getränk für Sie beide für eine besondere Bedeutung? Das war jahrelang unser Getränk. Und das ist ja wohl mehr als ein Wink mit dem Zaunpfahl. Von diesen Segelturns, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Und wenn ich eine Schiffchenfahrt mache, dann mit der kleinen Kellnerin. Da kannst du aber sicher sein. Ja, das glaubst du doch selber nicht. Ja, und diesen blonden Engel habe ich doch nur bestellt, damit ich einen guten Anmachspruch für die Kellnerin habe. Einen Engel vom Engel. Verstehen Sie, Herr Richter? Rudi. Klasse Anmachspruch, ja. Na gut. Das ist gut. Zum Glück haben wir das heute nicht zu beurteilen. Ja. Wie lange waren Sie denn dann mit Ihrem Ex-Mann in diesem Restaurant? Ja, so bis 22 Uhr. Und obwohl es dann eigentlich ganz schön war, habe ich mir dann trotzdem Sorgen um Thomas gemacht. Und haben Sie den dann zu Hause vorgefunden, Thomas? Nein, natürlich nicht. Meine Tochter Isabelle ist schon eine Stunde mit ihm im Krankenhaus gewesen. Sie hat mir einen Zettel geschrieben und ich bin dann sofort mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren. Dort habe ich dann Thomas getroffen und der hat mir dann erzählt, dass er mit ihm gestritten hätte, also mit Rudi. Und dass er nach dem Kaffee plötzlich, dass ihm schwummrig wurde und die Kellertreppe runtergefallen sei. Na, also, da war mir dann klar, dass Rudi dahinter steckt. Wieso war Ihnen das klar? Weil er den ganzen Abend, als wir zusammen im Restaurant waren, gesagt hat, Mensch, überleg dir das gut mit Thomas und wenn der sich dich so eiskalt sitzen lässt, ja, und überleg dir das gut, ob ich den will und also immer wieder solche Anspielungen. Das ist eine völlig normale Reaktion, wenn man da auf eine Frau trifft, die sich einen Drink nach dem anderen bestellt, weil sie von einem Mann versetzt wurde und deshalb schwer enttäuscht ist und sich da wirklich besäuft. Ach, besäuft. Sie drehen sich's doch nur so rum, wie Sie's haben wollen. Mensch, ich weiß doch ganz genau, was Rudi getan und gemacht hat und gesagt hat. Das hat er nur gemacht, weil er mich zurückhaben will. Da bin ich mir sicher. Jetzt red hier doch kein so einen Mist. Du drehst dir doch die Sache so hin, wie du's willst. Ich dreh mir gar nichts rum. Sag mal, wer hat denn die letzten Wochen ständig angerufen und gesagt, er will unsere Tochter Isabel sprechen? Das warst ja wohl du. Und du meinst doch nicht, dass ich so blöd bin und ich weiß, dass du nur mit mir sprechen wolltest. Du tust ja gerade so, als hätte ich Isabel vorgeschoben. Na, das hast du doch auch. Wenn ich angerufen habe, wollte ich mit Isabel sprechen, weil ich mir Sorgen gemacht habe um sie. Sorgen um Isabel? Um Isabel muss man sich keine Sorgen machen. Isabel geht es wunderbar. Sehr gut sogar. Du solltest dir mal um deine Gefühle Gedanken machen. Also mich wirkt das Ganze eher so, als ob Sie die ganze Zeit Ihrem Ex-Mann Gefühle einreden wollen, die er gar nicht hat. Wie lange kennen Sie Rudi denn schon? Seit ein paar Wochen. Ich kenne ihn seit 22 Jahren. Jetzt möchte ich aber mal wissen, wer ihn besser kennt, ich oder Sie. Also ich möchte jetzt gerne noch mal auf Ihre Tochter zu sprechen kommen. Hat sich denn Isabel in letzter Zeit verändert? Ich glaube, da sollte ich Sie allerdings belehren. Sie müssen auf Fragen auch nicht antworten, wenn Sie Angehörige, also zum Beispiel Ihre Tochter, hier belasten könnten. Okay. Nein, warum auch? Ja, warum? Weil Ihr Ehemann vorhin, Ihr Ex-Mann vorhin vermutet hat, dass Isabel mit ihrem neuen Lebensgefährten, also mit dem Thomas Langenbach, ihre Probleme habe. Probleme? Die beiden? Um Gottes Willen, nee, nie im Leben. Die beiden verstehen sich super. Super? Ja, super. Vielleicht ein bisschen zu super? Wie soll ich denn das verstehen? Ich meine, bitteschön, wie meinen Sie Wenn das? Sich zum Beispiel Ihre Tochter in Ihren Lebensgefährten verlieben würde, wäre das nicht vielleicht ein bisschen zu super? Ja, natürlich, aber das ist ja auch nicht wahr. Also Isabel ist wirklich verliebt im Moment.
aber in einen Arbeitskollegen. Das hat sie mir nämlich selbst erzählt. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Eine Frage hätte ich noch. Hatten Sie denn das Schlafmittel Benzodipal in Ihrem Badezimmerschrank? Ja, im Medikamentenschrank. Rechts oben. Aber als die Polizei dann kam und es sehen wollte, war es nicht mehr da. Sonst noch Fragen? Keine. Ja, dann hoffen wir mal, dass der Herr Langenbach inzwischen den Parkplatz gefunden hat. Sie dürfen hinten Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Thomas Langenbach, bitteschön. Verzeihen Sie bitte die Verspätung, aber ich konnte keinen Parkplatz finden. Haben wir schon gehört. Dafür stehe ich jetzt fast einen Kilometer weit weg. Ja, Sie hätten ja auch in die Gerichtstiefgarage fahren können. Da hätten Sie sich den ganzen Stress und auch diesen Fußmarsch sparen können. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass die auch öffentlich ist. Ja, gut. Jetzt zu Ihrer Vernehmung. Sie müssen natürlich hier die Wahrheit sagen als Zeuge, sonst würden Sie strafbar. Das ist ja klar. Sie heißen Thomas Langenbach, 26 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig. Abteilungsleiter in einem Kaufhaus. Ja, für die Verwandt oder verschwägert sind Sie nicht. Nein. Worum es heute geht, muss ich Ihnen ja nicht erklären. Nee, brauchen Sie nicht. Ich weiß ganz genau, dass mich der Ex meiner Lebensgefährtin betäubt hat, um sich dann hinterrücks wieder an Sie ranzumachen. Ja. Red dir das nur ein, Junge. Ich rede mir gar nichts ein. Wegen dir bin ich die Treppe runtergeflogen und wegen dir hat Corinna erstmal unsere Verlobung auf Eis gelegt. Thomas, das musst du aber verstehen. Ich möchte erstmal alles geklärt haben, bevor ich einen neuen Lebensabschnitt beginne. Ja, das verstehe ich ja schon. Aber ich werde mich ja wohl trotzdem noch ärgern dürfen, dass der Kerl mir meine Zukunftspläne versaut hat. Jetzt lassen wir mal diese ganzen Streitigkeiten für einen Moment außen vor. Reden überhaupt erstmal, was an diesem Nachmittag des 17. November war. Da war ja die Geburtstagsfeier Ihrer Lebensgefährtin, der Frau Schlick. Hm? Genau. Ja, da war ich auch. Und ich habe da auch hingehört. Nicht so wie der Typ da. Das war nämlich ein Familienfest. Und der gehört nicht mehr zur Familie. Klar gehört Rudi dazu. Er hat doch sonst niemanden. Er braucht mich doch. Ich wüsste nicht, wofür ich dich noch brauchen sollte. Ah, natürlich brauchst du mich. Zum Beispiel wüsste ich einiges. Bitte? Wer wäscht denn deine Wäsche? Immer und wer putzt denn dein Haushalt? Das war alles doch und ich habe mir eh überlegt, ob ich nicht noch in Zukunft ihm unter die Arme greifen soll. Also Corinna, das würde jetzt den Fass wohl echt den Boden ausschlagen. Der ist ein erwachsener Mann, er braucht ihn nicht. Und außerdem will er deine Hilfe auch überhaupt nicht. Lass ihn also einfach in Ruhe. Ganz genau. Ich habe nämlich jetzt Pappteller, die ich einfach wegschmeiße, wenn ich sie nicht mehr brauche. Außerdem liebe ich es, wenn meine Bartstoppeln am Waschbeckenrand langsam eintrocknen und mich niemand mehr deswegen anmeckert. Schön, dass wir das geklärt haben. War mir ehrlich ganz wichtig. Jetzt kommen wir zweimal wieder zurück zu unserem Thema. 17.11. nachmittags, da war die Geburtstagsfeier. Wie ist es denn weitergegangen, als dann Ihre Lebensgefährtin zum Friseur ist? Ja, ich habe dann noch ein bisschen im Wohnzimmer aufgeräumt. Und auf einmal stand der Rudi vor mir und hat mir dieses Gespräch aufgezwungen. Naja, und da habe ich ihm erzählt, dass ich seiner Ex an diesem Abend einen Antrag machen möchte. Da hat er mir sogar noch einen Kaffee angeboten. Angeblich, weil der weg musste, damit Isabel die Kanne spülen konnte. Das heißt denn hier angeblich? Haben Sie den Kaffee dann auch getrunken? Ja, ich habe ihn getrunken. Ich weiß, ich hätte misstrauisch sein müssen, weil der Kaffee schon eingeschenkt war. Aber ich habe in dem Moment da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Naja, und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und ich habe ihn getrunken. Ist denn der Angeklagte während Ihres Gesprächs irgendwann mal rausgegangen? Ins Badezimmer zum Beispiel? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ich glaube schon, dass er mal aufs Klo musste. Ich glaube, es hakt. Ich bin überhaupt nicht aufs Klo. Also Langenbach, Sie haben also nun ihm erzählt, dass der Heiratsantrag bevorsteht. Wie hat er da reagiert? Der hat mich ganz offen bedroht. Was hat mich? Was hat er denn da genau gesagt? Er hat gesagt, dass ich Corinna auf keinen Fall heiraten darf. Ansonsten würde ich mein blaues Wunder erleben. Das hast du aber ganz falsch verstanden. Ach. Ich wollte dir nicht drohen, ich wollte dir einen guten Rat geben. Ja, ich war schließlich 20 Jahre mit der Frau verheiratet und weiß, wovon ich rede. Ach, red du dich doch nicht raus. Ich weiß doch ganz genau, dass du auf mich eifersüchtig bist. Aber eifersüchtig? Warum denn? Ja, weil ich alles das habe, was du gerne hättest. Ich bin Abteilungsleiter für die Herren Oberbekleidung und er fährt im selben Kaufhaus im Keller Gabelstapler. Und außerdem habe ich die Frau, die er offensichtlich gerne wieder hätte. Richtig. Ist in Ihrer Unterhaltung an dem Nachmittag das auch erwähnt worden, in welchem Lokal an dem Abend Sie den Heiratsantrag machen wollten? Ja, ich glaube schon, dass ich ihm gesagt habe, wo ich einen Tisch bestellt habe. Das glaube ich nicht. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich habe nicht genau zugehört. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen an dem Abend. Das kann also hat so er eigentlich sein. Jetzt lassen Sie es doch bitte mal. Hat er Ihnen denn auch gesagt, warum Sie seine Ex-Frau nicht heiraten sollten? Nee, er ist dann ja mit seinem Sohn David gegen 17:30 gegangen. Und ich wollte mich dann noch umziehen und ein bisschen frisch machen für das Abendessen mit Corinna. Und dann, als ich mir die Hose einziehen wollte, habe ich gemerkt, dass mir total schwindelig wird. Mir war ich überhaupt nicht mehr gut. Nachdem ja die Isabel Schlick sie später da am Treppenabsatz unten gefunden hat, können wir davon ausgehen, dass sie noch die Treppe runtergegangen sind. Ne?
Ja, ich hatte auf einmal totalen Durst und dann wollte ich in den Keller gehen und mir noch was zu trinken holen. Mhm. Naja, und dann habe ich auf der Treppe immer weniger Luft bekommen und mir ist total schwarz vor Augen geworden. Und dann habe ich am Treppengeländer vorbeigegriffen und bin die Treppe hinuntergestolpert. Ich habe ja das medizinische Gutachten. Sie haben sich da wohl beim Stolpern den rechtzeitigen fünften Mittelfußknochen gebrochen. Und beim Sturz haben Sie eine Platzwunde am Kopf sich zugezogen. Die musste mit 9 Stichen sogar genäht werden. Zudem haben Sie sich ein Halswirbelsäulentrauma zugezogen. Deswegen tragen Sie auch immer noch diese Halskrause hier. Ja, genau. Ich bin dann mit dem Kopf gegen das Schränkchen gefallen, was am Ende der Treppe stand, weil ich mit dem gebrochenen Fuß nicht mehr auftreten konnte. Diesem ärztlichen Gutachten kann ich auch noch entnehmen, dass diese Atemnot, die Sie geschildert haben, daraus resultierte, dass Sie ja Asthmatiker sind und dass diese Benzodiazepine, die sich in dem Schlafmittel befunden haben, eine lebensbedrohliche Atemsuppression ausgelöst haben. Ja, das ist richtig. Ich hätte echt ersticken können. Und der Kerl da, der hat das in Kauf genommen. Ich habe doch überhaupt nicht gewusst, dass du Asthma hast. Außerdem spielt das überhaupt keine Rolle, weil ich dir nichts in den Kaffee gemischt habe. Ich glaube immer noch, dass dich Isabelle betäubt hat. Isabelle? Warum denn Isabelle? Sie war es doch schließlich, die mich gerettet und ins Krankenhaus gefahren hat. Ohne sie wäre ich vielleicht erstickt. Und außerdem finde ich es jetzt echt mehr als feige von dir, dass du jetzt deine eigene Tochter die Schuld in die Schuhe schieben willst. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Ihnen und den Kindern Ihrer Lebensgefährtin? Gibt es da Probleme? Probleme? Nein, überhaupt nicht. Ich komme super mit den beiden klar. Mhm. Also wir haben eine ganz normale Stiefvater-Stiefkinder-Beziehung. Mhm. Und außerdem möchte ich noch hinzufügen, dass ich mich in die Erziehung der beiden überhaupt nicht einmische. Weil die Kinder beide über 18 sind und Sie gerade mal 26, oder? Ja, und weil ich dem überhaupt nichts mehr hinzuzufügen habe. Gibt es noch Fragen? Keine Fragen. Dankeschön. Dann dürfen Sie auch hinten Platz nehmen. Die Zeugin Isabelle schlägt bitte schön. Der Zeuge bleibt unverheiratet.